Es ist heute Mittwoch, Videotag. Und es passt ganz gut, weil ich habe zweimal Post von euch bekommen. Und zwar ist dieses Päckchen von Anja. Anja, ich muss erstmal oben nachgucken, ob es ein Tausch oder eine Tauschpost oder eine Ü-Post ist. Die Adresse sagt mir jetzt nichts. Vielleicht ist es eine Ü-Post. Wir schauen jetzt mal gemeinsam rein und dann werden wir es sehen. Sie hat hier diese Postaufkleber. Ich könnte. Also, wir schreiben mal zusammen eine Petition an die Post, dass man das doch auch nehmen, also irgendwelches Material nehmen kann, das leichter abgeht, weil das ist immer ein runder Gefrickel, aber naja, die Post halt. Ne? Ich bin auch froh übrigens, ich hatte Post verschickt, ja schon vor etwas längerer Zeit und die einen Päckchen haben über eine Woche gebraucht, oder ich glaube, ja, über eine Woche gebraucht, bis sie angekommen sind. Ich habe so gezittert. Ich überlege schon echt, ob ich nur noch alles mit Hermes und dann versichert verschicke. Beziehungsweise halt mit Sendungsverfolgung. Langsam riecht es mich nämlich auf bei der Post. Müssen wir mal gucken. Oh, was ist denn das? Oh, ich habe schon was gesehen, Leute. Ich habe schon was gesehen. Ich muss es aufpacken. Das ist so aber gut zugeklebt, Anja. Ich weiß nicht, ist das, ich denke fast, das ist Ü-Post. Also die Adresse sagt mir nichts. Oder hatten wir Adressen noch nicht getauscht und du schickst mir das Päckchen zuerst? Kann das sein? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir werden es gleich herausfinden. Wir werden es gleich herausfinden. Übrigens, bevor wieder einer motzt, ja, ich wohne in Münchberg, aber ihr könnt mich in ganz Münchberg suchen und findet mich nicht. Weil wir wohnen nämlich nur in einer Ortschaft, die zu Münchberg gehört. Na? Oh. Anja, ich reiße es auf. Ist das in Ordnung? Ich hoffe. Wartet mal. Raschel, raschel. Raschel, raschel, raschel. Und ich habe schon an der Seite gesehen, da war Kaffee auf der Box drauf. Die ist nochmal zugeklebt. Also Kaffeebohnen hätte ich gedacht zu sehen. Ja! Oh, cool! Oh, geh her drunter. Guckt mal! Ein Smiley-Kaffee. Da trinke ich doch gleich nochmal von meinem drauf. Wartet mal. Die ist ja süß. Guckt mal. Chefskulinar. Was ist denn das? Oh, ich will es nicht zu sehr schütteln. Aber die Box ist ja mal cool. Was steht hier? Der Chefskulinar-Kaffeebecher mit handschmeichelnden Thermoschutz, auch für Linkshänder und Teetrinker geeignet. Hast du mir einen Kaffeebecher geschickt? Das wäre ja cool. Das wäre ja cool. Ich habe nämlich gestern, ich habe so einen, ich mache es jetzt hier mal an der Seite auf. Ich habe ja, diese Woche fange ich ja um 7 das Arbeiten an, außer heute, weil ja heute Feiertag ist. Habe ich mir gestern noch einen Kaffee to go mitgenommen, ne? Habe so eine Schnäpfeltasse, also so ein, wo hier oben halt dann so ein Ausgießer dran ist oder halt so ein Trinkteil und habe mir das schon vor der Arbeit komplett über die Hose geschüttet. Leute, der erste Blick. Ach du Schande, ach du Schande, was denn hier kaputt? Oh Leute, hier oben liegt die Post drauf. Oh, guckt mal. Oh, was ist denn das für ein süßes Täschchen? Oh, wie schön. Oh, und das, oh, wie sich's anfasst. Und was bist denn du? Und hier, ich mache Pause und lese die Post und dann bin ich gleich wieder da. Kleinen Moment. So, ich habe mir jetzt die Post durchgelesen. Liebe Anja, vielen, vielen Dank. Also es ist tatsächlich Ü-Post. Mir hat auch die Adresse wirklich nichts gesagt. Liebe Anja, vielen, vielen Dank für deinen lieben Brief. Und du bist so zuckersüß. Ich hatte, glaube ich, in irgendeinem Video mal gesagt, dass ich selbst gestrickte Socken liebe. Und sie hat gesagt, ich soll ihr meine Schuhgröße sagen. Und dann strickt sie mir Socken. Anja, das musst du nicht. Ich habe so viele selbst gestrickte Socken. Also wenn es jemand interessiert, ich habe Schuhgröße 40, 41, je nachdem, wie die Schuhe ausfallen. Aber Anja, überhaupt kein Problem. Echt vielen, vielen Dank für deinen lieben Brief. Und sie hat mir ganz viele selbstgemachte Sachen eingepackt und ich freue mich voll. Ich lege die Post jetzt mal hier oben hin und jetzt wartet mal, jetzt muss ich den anderen Karton kurz wegstellen. Ich habe nämlich noch eine Post bekommen und dann stelle ich das mal hier rüber. Und dann packen wir das jetzt miteinander aus. Ich freue mich schon, ich freue mich schon. Oh, ich liebe Ü-Post. Ü-Post ist nochmal, also nicht, nein, 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 das darf ich nicht sagen. Aber Ü-Post, da weiß man so gar nicht auch, was man bekommt, ne? Und hast nichts Ausgemachtes und ja, ich freue mich voll.
Viertel neun, ich hoffe, also morgens, Viertel neun. Ich hoffe, das Männchen schläft noch ein bisschen. Ich hoffe, das Männchen schläft noch ein bisschen. Nehmen wir erst die große Tüte. Nee, wir nehmen hier erstmal an der Seite. Guckt mal, das fässt sich mal mega geil an. Das ist so wie Halloween-Papier. Wieso, sagt's? Ach, übrigens, wenn das Licht wieder flackert, ne? Ich versuche das wieder zu regeln mit meinen Superkräften, weil ich bin ja die Herrin des Lichts seit kurzem. Danke dafür, für den Titel. Also wenn es hier, wir sind im unteren Bastelzimmer, falls es flackert, versuche ich das für euch zu regeln. Hier hat sie mir eine Box gebastelt, die fässt sich ganz cool an. Das ist wie mattes Papier. Also so, das fühlt sich ein bisschen an, wie wenn Kreide drauf ist. Und hier diese Spinnennetze, die sind geprägt, also die sind so erhaben, ne? Voll die süße Box. Box. Oh, was ist denn da drin? Oh, die liebe ich. Das sind so Karamellkekse. Oh, da muss ich gleich einen essen, Leute. Entschuldigt bitte, aber die Box ist super. Die kommt auf jeden Fall aufs Regal. Die ist schon mal dank. Und kennt ihr die? Wenn ihr irgendwo Kaffee trinken geht, dann bekommt ihr diese Karamellkekse dazu. Ich liebe, 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 liebe die. Die gibt es bei uns im. Ih, was habe ich denn da? Ich habe hier noch Postaufkleber am Nagel kleben. Die gibt es bei uns. Ich mache das mal. Ich muss das gleich sofort anessen. Ich habe nämlich noch nicht gefrühstückt. Aber ich muss den jetzt gleich vertilgen. Bei uns im Gastro-Großhandel gibt es die zu kaufen. Und da gibt es die, glaube ich, in 250 und 500 Stück Varianten. Ich tutsch die dann hier so in meinem Kaffee ein. Ne? Und dann, ich muss gleich einen essen. Sorry, Leute, aber geil. Anja, hast mich schon gekascht. Die sind so lecker, die sind super. Oh. Vielen, vielen Dank. Die werden den heutigen Tag leider nicht überleben. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Aber oh, ich muss den gar essen. Entschuldigt bitte, aber ich muss. Ich habe, wie schon gesagt, noch nicht gefrühstückt. Das Männchen pennt noch. Feiertag. Ach, und wenn es im Hintergrund rauscht, das ist die Heizung. Wir haben nämlich gestern Öl bekommen. Gott sei Dank noch. Abends um 4:30. Weil die Heizung gleich mal aus war. Ich muss das schnell reinknuspern. Es tut mir leid. Ist schon weg. Trink noch mal drauf. Moment. Sehr geil. Vielen, vielen Dank für die Kekse. Ich liebe diese Kekse. Geil. So, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten. Hier hat sie mir so ein kleines Büchlein mitgeschickt und hat sie gesagt oder geschrieben, das ist ihr erstes. Immer kriege ich eure ersten Sachen. Wollt ihr euch die nicht selber behalten, wenn das so mein erstes wäre? Guckt mal, hier hat sie kleine Marienkäfer aufgestempelt und hier so mit so kleinen Strassblümchen verziert. Und überall hier Strasssteine noch draufgeklebt. Das ist auch cool hier, ne? Mit der Lasche ist so zugemacht. Voll süß. Und jetzt bin ich gespannt. Es könnten. Ich muss mal gucken, was drin ist. Ah, und hier mit Magnet noch zugemacht. Guckt mal. Ist das nicht cool? Klingt gut, ne? Machen wir mal auf und gucken, was drin ist. Ach, nee. Oh, Mäusel. Oh mein Gott. Ich kenne jemanden, der gleich ausflippt. Wenn er das Video guckt. Oder sie. Das ist ja wie. Ich habe gedacht, wenn ich so von außen reingucke, das sind Post-its, aber da hast du ja alles noch verziert. Guckt mal, hier hat sie mir noch Sticker eingepackt, die hole ich gleich mal raus. Die sind auch schön, das sind so transparente, ein Schmetterling und eine Blume oder halt so Doily-mäßig. Die sind super süß, die lasse ich gleich mal außen, die werden wahrscheinlich heute mit verbastelt, weil ich will heute ganz viel basteln, ich freue mich. Das Wetter passt nicht. Wir wollten heute eigentlich Garten machen und das Wetter ist schlecht und jetzt kann ich heute basteln und vielleicht kann ich heute Abend sogar noch ein paar Wundertüten bang, basteln. Packen, Mann. Also hier hat sie auf jeden Fall nochmal so Einstecktaschen. Hier ist auch nochmal eine Einstecktasche, guckt mal, gebastelt. Das heißt, da kann ich mir dann was reinstecken. Und jetzt muss ich doch mal aufmachen. Also nochmal umblättern. Hier ist nochmal eine Einstecktasche. Und guckt mal, Diddle. Ich habe früher, wir haben im Bus Diddleblätter getauscht. Kennt ihr das noch? Also so Kind der 90er, ne? Also in den 80er geboren, Kind der 90er. Wer die Ballerina hatte, wer die Diddle-Ballerina hatte, war die Größte. Voll süß, aber das sind eher neuere Blätter, weil die sind hinten bunt. Der Brief, den sie mir geschrieben hat, war auch auf Diddle-Blättern übrigens. Zeige ich euch aber nicht, ist mein Brief. Und jetzt muss ich mal gucken, wie du das gemacht hast. Oder das sind wirklich so Notizzettel, ne? Ach Gott, und zwischendrin immer mal so ein Diddle-Blatt. Guckt mal, ich kann es euch gar nicht richtig. Also hier sind überall so.
Ach, zwischen jeder Farbe hat sich so ein Dittel-Trennblatt gelegt. Da kann ich, das ist einfach ein Notizbüchlein, voll süß. Und das hast du selber gemacht. Halt hier oben alles abgerundet. Oh, guckt mal, er schenkt dir ein Käseherz, Dittel und Dittelina. Ach nein, wie süß. Oh, voll süß. Na, komm. Und dann hat sie immer bei jeder Farbe, ei, was hast du dir denn für eine Arbeit gemacht? Guck mal! Oh, die haben sich lieb. Hier ist nochmal so ein Trennblatt. Und dann, was das für eine Arbeit ist, du hast das alles zurechtgeschnitten, ja. Oder hast du es ausgestanzt? Ich habe keine Ahnung. Oh, Party, People, voll cool. Das ist Bimboli. Den Vogel kenne ich schon nicht mehr, da war ich dann schon draußen. Bimboli kenne ich noch. Party People in the House. Party People in the House. Hier sind nochmal Luftballons. Und dann hier gelb. Und hier hinten kann ich dann wieder. Ach, mein Mäusle. Kann ich dann wieder was einstecken. Und hier auch, ne? Wenn ich mir so. Entweder wenn ich hier mal ein Blatt mir rausgetrennt habe oder so, dann kann ich sie mir hinten einstecken. Und hier hat sie auch nochmal so eine Tasche gemacht. Voll cool. Und hier sind schon Sticker rausgefallen. Guckt mal. Oh, ihr seid ja auch drollig. Hier sind so kleine Smileys. Die sind auch sehr süß. Und hier sind nochmal so schöne Transparente. Hier steht For You drauf. Und hier ist nochmal so ein Doily. Kann man sehen? Ja, ne? So einigermaßen. So sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Voll, voll, voll süß. Also vielen, vielen Dank, liebe Anja, für das Büchlein. Und das hast du selber gemacht. Oh, was das immer für eine Arbeit ist. Was ihr euch für eine Arbeit immer macht. Hier steht. Oh. Hast du da drauf gehört? Oh nein. Oh, der ist jetzt hier unten in den Karton reingefallen. Wartet mal kurz. Save the bug. Ich glaube, der war hier irgendwo drauf, weil der gehört auch hier bestimmt. Aber er ist auf jeden Fall erstmal runtergefallen. Ich werde mir den dann wieder ankleben, Anja. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe es halt wieder kaputt gemacht. Ich bin halt unser Stoffel, ne? Also das ist halt so. Der hatte ja hier so einen 3D-Klebepunkt, aber ich glaube, ich muss das dann mit einem anderen Kleber bekleben. Hey, vielen, vielen Dank für dieses super süße Büchlein. Ich muss mal gucken, vielleicht bleibt das hier unten im unteren Bastelzimmer, weil oben habe ich schon so viele Aufschreibbüchleins und Notizzettelchenbüchleins. Aber hier unten habe ich nur mein großes schwarzes. Vielleicht bleibt das hier unten, wenn ich mal kurz Notizen machen muss. Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Das legen wir jetzt hier mal so hin. Oh, Kekse. I love Kekse. So. Dann ist hier jetzt dieses große. Oh, wei. Da habe ich jetzt gerade mal reingeguckt. Das stelle ich aber noch mal ein bisschen zur Seite. Also, das stelle ich hier oben mal ab. Ach, du Schande. Mäusle, Mäusle, Mäusle. Hier, oh, guckt mal. Sie hat mir kleine silberne Beutelchen eingepackt. Oh, sehr cool. Ich habe jetzt wieder welche bei Ali bestellt. Oh, wie viele gleich? Eins, zwei, drei, fünf, 12, 9, 13. Ich habe, ja, kleine Beutelchen. Liebe ich ja. Ich liebe ja alles, was Beutelchen hat, ne? Oder ist. Und ich habe jetzt tatsächlich bei Ali mal wieder welche nachbestellt, weil ich halt einfach nur noch so eine Handvoll hatte. Ich hatte neulich schon in einem Päckchen hatte ich auch schon Organza-Säckchen. Da habe ich mich damals schon sehr gefreut und über die freue ich mich auch, weil ich so silberne habe ich gar nicht, das weiß ich. Und dann hat sie hier noch, ach Gott, was hier noch alles drin ist. Guckt mal, hier ist noch so ein Beutelchen, aber da ist was drin. Das ist was Selbstgemachtes. Ich hole es jetzt trotzdem raus. Oh, das ist eine Kette. Ei, wie schön. Guckt mal, oh, eine Eule, Niki, eine Eule ist da drin. Kann man die erkennen? Ja, ne, man sieht es hier so einigermaßen, auch wenn es ein bisschen spiegelt. Da hat sie so ein Glasfläschchen genommen. Ich glaube, wartet mal. Ups, komm her. Komm halt her, bitte. Ja, das sind so ähnliche wie eben die von Teddy, diese Flitter-Glasfläschchen. Und da hat sie unten so Streudeko rein oder also halt so Glas, Rocallperlen sind da drin. Und da hat sich so eine kleine Eule rangehängt. Die ist ja süß. Du Mäusle, ich weiß nicht, ob ich die an der Kette lasse, aber wahrscheinlich schon. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es als Kette tragen würde, da hätte ich zu viel Angst, dass ich es kaputt mache. Aber ich hänge es erstmal mit ans Regal oder ans Whiteboard, je nachdem, wo noch Platz ist. Müssen wir mal gucken. Vielen, vielen Dank. Ich habe auch schon mal so kleine Fläschchen gemacht, aber hier die Ideen sind ja super, ne? Also hier oben ist nochmal so eine Perlenkappe und hier noch so eine kleine
Perle, dann hält das gerade, ne? Also dann dreht sich das nicht immer in der Kette. Das ist eine super coole Idee. Und hier ist eine kleine bronzefarbene Eule drin. Voll süß, voll süß. Vielen, vielen, vielen Dank. Und noch so ein kleines Säckchen. Das lege ich mal mit hier oben drauf. Oh, das hast du selbst auch selbst gemacht. Das sehe ich jetzt schon. Das ist hier irgendwo. Ich weiß nicht, ob es rausgefallen ist aus irgendeinem Täschchen. Guckt mal, das hat sie selbst gemacht. Sie hat eben geschrieben, sie hat Ketten gehäkelt. Also sie hat mal Ketten eben gehäkelt. Und ich habe mir da auch schon ganz, ganz viele Anleitungen dazu angeguckt. Ich finde den super schön in grün. Das ist ein Schlüsselanhänger. Hier oben ist ein Blümchen drin. Ich habe früher so Perlentiere gemacht aus Rocaille-Perlen. Aber die habe ich dann alle mal meiner Schwester. Hier unten ist noch so ein super, also meiner Schwester gegeben. Steffi, anfangen, langsamer zu reden und die Sätze zu Ende sprechen. Entschuldigt manchmal. Hier unten ist eben noch so ein Strassrondell in grün drauf und der ist echt schön. Ich weiß jetzt bloß noch nicht, wo ich den ranmache. Hier oben ist noch so ein Strassrondell. Muss mal gucken, wo ich den ranmache, an welchen Schlüssel. Vielleicht unten fürs Gartenhaus, weil hier oben ein Blümchen dran ist. Das wäre doch super sinnvoll, oder? Sehr, sehr cool. Ja, ich weiß, was das für eine Arbeit ist. Aber es entspannt auch, glaube ich, ne? Also, es ist so wie ein Mantra ein bisschen. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Und jetzt sehe ich da noch was. Ach du Schande, Mäusle. Kreativer Bastelbedarf. Guckt mal, das ist so ein Rondell in Rot. Oh, du weißt, dass ich Rot mag. Das ist voll cool. Von Cody.de. Sagt mir gar nichts. Mal googeln. Ein wunderschöner roter Perlen- und Paillettenmix. Oh, die sind hammerschön. Guckt mal, das sind gefrostete Rocaille-Perlen in Rot, aber die schillern trotzdem noch so in allen Farben. Die sind mega schön. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so richtig erkennen kann. Die sind super schön. Dann dreierlei Pailletten in Rot. Oh, voll cool. Kann man entweder eben für solche Sachen nehmen oder für Schüttelteile. Oder meine kleine Eule hat mir ja den Tipp gegeben, für was man diese kleinen Perlen auch nehmen kann. Wenn ich eine große Perle habe und einen Nietstift, also die auf einen Nietstift aufziehen möchte und der Nietstift aber, also die Platte vom Nietstift zu klein ist für das große Fädelloch, einfach so eine Perle drunter und dann hat man einen Stopper. Oh, die sind toll. Hier ist nochmal so Auffädelband und ein Verschluss, so ein Drehverschluss mit drin. Die sind auch cool. Und hier ist noch einer. Oh. Und alles in Rot. Hey, Anja, vielen, vielen Dank. Man merkt richtig, dass du meine Videos guckst. Man merkt das sehr. Muss ich schon mal sagen. Oh, hier unten liegt noch was drin. Wartet mal. Die hole ich jetzt mal gleich raus. Die Box, ich finde auch die Box so cool mit dem Kaffee drauf. Guckt mal, hier sind so Sticker drin. Also Aufkleber. Früher hat das ja Aufkleber geheißen. Jetzt heißt es ja neumodisch Sticker. Mit so Schleifchen drauf. Die sind auch cool. Na, ach, wartet mal. Ah, das ist gar nicht. Das ist nur die Schleife. Seht ihr das? Na, also hier löst sich nur die Schleife ab. Voll cool. Die sind richtig toll. So zum Verschließen von Täschchen oder was auch immer. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Schleifen gehen ja tatsächlich immer. Es gibt so Sachen, die gehen immer. Blümchen, Schleifen, Schmetterlinge, Herzen, Sterne. Geht immer. Funktioniert immer. Ich habe ein bisschen Angst, in diese riesige Tasche reinzugucken. Oh mein Gott, was da alles drin ist. Ich hole jetzt mal noch die anderen Sachen hier raus. Guckt mal, hier hat sie mir noch Umschläge eingepackt. Und noch ein kleines Tütchen. Ich mache jetzt erstmal noch das kleine Tütchen auf. 1, 2, 3, 4, das sind auch Zahlen drauf. Okay, habe ich verstanden. Hier ist noch so ein silbernes Tütchen. Mei, wie viele Tütchen du mir mitgeschickt hast. Oh, sind das die Teile, wo du mir gesagt hast, geschrieben hast? Im Brief hat sie geschrieben, sie hatten auch Herbstmarkt. Wir hatten ja auch Herbstmarkt jetzt am Wochenende. Und da hat sie diese Teile gekauft. Und zwar macht die ein Mann selber, ne? Die sägt jemand aus. Oder ja, sägt die aus. Oh, guckt mal. Na, da hätte ich ja Bock drauf, die selber auszusägen. Aber gut, kann ja jeder machen, wie er möchte. Oh, guckt mal, die sind voll süß. Die kann man sich auch noch anmalen in den. Habe ich gerade gesagt, Herzchen und Sterne gehen immer. Hä? Herzchen und Sterne gehen immer. Oh, voll cool. Der hier ist auch ein bisschen dicker. Oder sind das zwei? Nee, der ist ein bisschen dicker. Wie ich. Sehr, sehr cool. Also die kann man ja für alles gebrauchen und überall mit drauf basteln. Und vor allem kann man sie sich ja auch noch anmalen, wenn man das möchte. Und hier sind zwei so super schöne Kleeblätter. Guckt mal. Vier blättrige Kleeblätter.
Muss man aufpassen, dass man das rausbringt. Die sind auch super schön. Ich glaube, dass ich die aufheben werde fürs Silvesterbasteln, also für so Neujahrssachen, ne? Weil dann wünscht man sich ja viel Glück oder so. Und Kleeblätter stehen ja für Glück. Jetzt weiß ich nicht, bringe ich das wieder hier rein? Mal gucken. Ja, einigermaßen passt das wieder rein. Sehr, sehr cool. Anja, vielen, vielen Dank für die tollen Holzteile. Und jetzt haben wir hier noch Umschläge und das Große. In dem Großen habe ich schon gesehen, hast du mir auch geschrieben, sind Halloween-Sachen drin. Tüllülü, ich weiß es noch nicht. Hier sind ganz viele Umschläge. 1, 2, 3 steht hier drauf und auf denen steht nichts drauf. Wie machen wir es, dass es nichts wird? Ich fange mal mit den Umschlägen an. Hier steht drauf, ich hoffe, du kannst es gebrauchen und es ist die Nummer 1. Das heißt, wir machen den zum Einsten auf. Oh, 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 weh, oh, weh. Oh, wartet mal, ich schieb das hier mal. Der Kaffee muss natürlich voll im Bild stehen, ne? Zu den Keksen. Passt ja halt ganz gut. Ich schieb das mal weg. Also nicht weg, sondern halt hier ein bisschen zurück. Dass wir uns das hier angucken können. Oh, Leute, hier sind Stanzteile drin. Hier sind Halloween. Oh, da ist noch was drin. Oh, mega. Ich freue mich. Guckt mal, hier ist so ein wie ein Gartenzaun, ne? Also so eher so wie vor einem Friedhof. Den hat sie mir gleich zweimal. Ne, das ist eine andere Form. Guckt mal, das ist eine andere Form, aber es macht ja nichts. Also, was heißt, es macht ja nichts? Das ist ja super. Hier sind noch mehr so Gartenzäune. Ne? So kleine und große. Oh, und jetzt sehe ich schon was. Guckt mal, sie hat hier Hexen mit Schwarz embossed. Also, das ist nicht gestempelt hier, wenn ich so halte, ne? Dann sieht man so den Schimmer so ein bisschen, den Glanz so ein bisschen. Das sind Hexen, die sie embossed hat und ausgeschnitten hat. Hammer. Oder ausgestanzt. Ich denke eher ausgestanzt. Oder du bist richtig super, weil ich könnte das hier nicht, ne? Also hier ausschneiden, diese Biegung hier. Ich glaube, das ist eine Stanze. Hammer. Davon habe ich dann auch gleich eins, zwei, drei ganz viele. Ich glaube, da kommen unten drunter noch ganz viel mehr. Oh, mega. Ich lege mal die Hexen hier auf diese Seite, weil es geht noch viel weiter. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Guckt mal, hier sind so. Wie heißen denn die Grabsteine tatsächlich? Ne? Auch die sind gestempelt, so wie es sich anfasst. Super, super cool. Oh, Stanzteile und Stempel. Ei, frei mi wie Sau. Hier sind Kürbisse und guckt mal, die lachen alle. Und die hat sie auch wieder, ne? Hier ist gestempelt oder sogar koloriert. Und die Gesichter sind alle embossed. Ja, leck, was du dir für eine Arbeit gemacht hast. Meine Güte. Oh, Mäusle, Mäusle, Mäusle. Da freue ich mich richtig drüber. Echt Stanzteile und Stempel, das ist so. Oh, da ich sehe noch was. Also die hier, habt ihr gesehen? Dann ist hier so ein riesiger Baum. Ne? Auch wieder in Schwarz ausgestanzt. Der ist super. Prima, prima. Da war doch noch einer. Ja, hier. Den tun wir mal gleich mit dazu. Dann ist das nämlich nicht weg. Und dann sind hier sind nochmal Hexen. Wartet mal. Also hier sind nochmal diese embossten Hexen. Sehr cool. Oida doi, oida doi. Oh, wartet mal. Hier seht ihr das, dass in dem schwarzen Embossing-Pulver noch so Multicolor-Glitzer drin ist. Nee, das kann man jetzt, glaube ich, gar nicht erkennen. Aber richtig, richtig cool. Oh, freue ich mich. Wie ein Schnitzel. Wie ein Schnitzel. Das kommt dann alles gleich mit nach oben. Hier hat sie mir noch so Streudeko geschickt. Das ist die vom Teddy, die habe ich auch und habe sie auch schon in ein Päckchen bekommen. Halt so Spinnen, Fledermäuse und Kürbisse in Schwarz-Weiß, Orange. Oh, Orange. Hier sind ganz viele Fledermäuse. Hier ist noch eine Hexe. Ach, ich bin ganz aufgeregt. Ich bin ganz aufgeregt. Guck mal. Hier sind noch mal größere Fledermäuse. Die sind auch cool. Sehr, sehr cool. Oh, was das für eine Arbeit ist, das durch die Stanzmaschine zu kurbeln. Leck die Hütte. Und hier sind Katzen. Oh, Katzen, Katzen, Katzen in Schwarz. Guckt mal. Da gibt es ja auch tausend verschiedene Stanzformen von Katzen in verschiedenen, also einmal sitzend, einmal liegend, einmal lachend, keine Ahnung. Voll cool. Vielen, vielen Dank für die Katzen. Und jetzt muss ich hier mal gucken. Guckt mal, hier sind auch noch mal Katzen. Und da ist aber Happy Halloween, Grusel, bäh, süßes Grusel, Happy Halloween. Das ist nämlich so eingestempelt. Kein Spuk, nur Spaß, bäh.
Ziemlich, ziemlich cool. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Ist das extra der Stempel für diese Katzenform? Das ist ja krass, oder? Guckt mal. Und die hier sind in einer anderen Farbe gestempelt, also in Orange, aber dafür ist so mit Braun-Orange draufgestempelt, vielleicht, sage ich jetzt mal. Und die haben auch noch Gesichter. Guckt mal. Oh, da freue ich mich richtig, richtig drüber. Oh, Mäusle, die Arbeit, die du dir gemacht hast. Was mache ich denn mit dir? Krass. Grenzgenial. Anja, ich pack das wieder hier zurück in den Umschlag, weil das geht dann alles mit hoch ins obere Bastelzimmer. Da ist ja so mein Papierbasteltisch. Oh, ich glaube, das Männchen ist gerade aufgestanden. Aber es macht nichts. Der kann sich seinen Kaffee schon selber machen. So. Ich packe das jetzt alles mal wieder hier rein und nimm es eben mit hoch ins obere Bastelzimmer, weil da halt mein Papierbasteltisch ist. Ne? Und ich will heute basteln. Ist einfach mal so. Und dann kann ich das alles heute mit verwenden. Da freue ich mich. Da freue ich mich. So, und ihr Kleinsten. Oh, die sind. Ob ich die verbasteln kann, weiß ich nicht, weil dann sind sie ja weg. Aber du hast mir ja immer ordentlich viele mitgeschickt. Und deshalb kann ich ein paar verwenden. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Stanzteile. Die sind grenzgenial, super, mega klasse. Danke, danke, danke. Dann ist hier die Nummer 2. Machen wir mal weiter mit den Umschlägen. Ach du Schande. Oh, noch mehr Stanzteile. Oh Gott. Mäusle. Wir machen mal hier mit weiter. Da ist eine Box, das ist cool, ne? So eine Pillowbox. Zum Verschenken und Verschicken sind die immer ganz praktisch. Und das ist das. Das ist doch auch selber ausgestattet. So jetzt. Oh, Leute, das könnt ihr mit mir doch nicht machen. Ihr wisst doch, wie manchmal muss ich, da muss ich jetzt erstmal gucken, wie das funktioniert. So? Nein. Das macht ihr doch extra, dass ich mich hier zum Horst mache, oder? Ich weiß es nicht. Mäusle, kannst du mir sagen, wie man es zusammenbaut? Aber es ist schon irgendwie so. So vielleicht. Oder sind. Ach. Oh. Das sind kleine Körbchen und man muss halt einfach zwei nehmen, ne? Also, so. Guckt mal, das ist ja grenzgenial. Boah, da hat es aber, ey, nicht lang gedauert, bis ich drauf gekommen bin. Man muss die dann hier so zusammenkleben. Die Stanze ist ja auch Hammer. Das ist cool. Ne? Wenn man das hier dann an den Klapplaschen so zusammenklebt. Hat man ein kleines Körbchen. Hey, voll cool. Und da, wie viel tausend hast du mir denn davon wieder eingepackt? Oh, guck mal, und in so schönen Multicolor-Papier. Hammer. Ey, Anja, was du für Stanzen hast. Hammer. Richtig, richtig cool. Da werde ich mir kleine Körbchen draus basteln und vielleicht, also entweder werde ich sie verschicken oder ich werde mir irgendwas selber drin aufbewahren. Vielleicht werde ich mal meine Gruschkisten, die ich überall stehen habe, ne? Also da ist so, da fliegt immer so alles rein, da ist sogar Geld mit drin, was halt hier dann rumliegt und dann ist das, steht es hier oben. Vielleicht mache ich mir da Gruschkisten draus und dann kann ich den Grusch gleich ein bisschen vorsortieren, weil ich ja dann jetzt 3 Stück habe. Und dann ist hier noch mehr Stanzteile drin. Ich werde sowas. Oh, du schaust echt meine Videos. Ich habe doch in irgendeinem Video schon mal. Wartet mal. Ja, alles draußen. So eine Bottle bekommen, so eine Flasche. Und jetzt hat sie mir die hier abgestempelt und ausgestanzt. Hammer. Wartet mal, nehmen wir mal raus. Na, also, jetzt bin ich verwirrt. Also hier sind hier so Flaschen in Gelb, in Blau und in Grün. Sehr, sehr, sehr cool. Oh, ich liebe alle neuen Stanzteile und Stempelabdrücke. Ich finde es so super. Hier sind Stifte, einmal Füllfederhalter, einmal Kuli oder zweimal Kullis. Auch sehr cool, habe ich auch noch nie gesehen. Richtig, richtig cool. Hier sind Bonbons. Ausgestanzte Bonbons. Guckt mal, die sind auch toll. Hier sind noch mehr Bonbons. Ich lege das jetzt mal so auf die Hand. Ich denke, das sehen wir das alles dann gut. Hier sind Schneeflocken. Hier ist noch ein Bonbon in verschiedenen Farben. Was von mir mit Liebe. Oh, das ist süß. Das ist eine Kiste, oder? Also, nee, das ist ein Stempelblock. Also, das ist so ein Holzstempel. Gestempelt. Voll cool. Was bist du? Ein Kürbis? Ein ausgestanzter Kürbis mit so kleinen Sternchen drin in Glitzerpapier. Und was steht hier? Schaurig schöne Grüße. Das ist nochmal für Halloween. Sehr, sehr cool. Mensch, Anja, was du dir für eine Arbeit gemacht hast. Voll, voll cool.
Vielen, vielen Dank für die ganzen Stanzteile. Oh, ich freue mich voll. Ich packe auch die wieder rein, weil auch die werden mit nach oben gehen. Die hier, die werden tatsächlich unten bleiben. Habe ich mir jetzt gerade schon so eingebildet. Da werde ich mir selber Kisten draus packen. Die bleiben hier bei mir. Sehr, sehr cool. Puh, wir sind schon bei einer halben Stunde. Ach du Schande. Leute, guckt mal. Eiderdaus. Hier sind noch mal ganz viele Stanzteile drin. Schauen wir uns jetzt alle an. Müsst ihr durch. Hier sind so einfach nur so Schilder in Holzoptik. Also ich denke, diese Holzoptik ist draufgestempelt. Sehr cool zum Cover machen zum Beispiel, habe ich mir jetzt gerade schon so gedacht. Und hier ist alles Mögliche drin. Nee, wartet mal. Ich denke, das ist alles so ein bisschen Tech und Blüten und hast du nicht gesehen, ne? Also alles so geometrische Formen eher. Hier haben wir so ein. So, jetzt habt ihr Milch. Also von den Ecken her ist es 1, 2, 3, 4, 5, Sechseck, aber nicht das klassische Sechseck. Dann haben wir hier wieder so Labels, Kreise. Ich mache das jetzt mal, versuche das ein bisschen schneller zu machen. Noch ein Kreis. Hier so gewellte Kreise, auch ziemlich cool. Hey, da brauche ich überhaupt nicht mehr Stanzen, das ist cool. Hier schon weihnachtlich, sehr, sehr cool mit so roten Schneeflocken. Guckt mal, und auf der anderen Seite rot. Hier sind Stiefelchen und Herzchen, auch eher so weihnachtlich, mit hier grünen Sternchen drauf. Wartet mal, hier sind nochmal Bonbons. Hier ist noch so ein nicht gestitcht, gewellter Rand, genau. Hier wieder so ein Label, noch eins. Oh, da ist Winnie Pooh drauf, guckt mal. Meine ganz kleine Schwester hat immer Winnie Pooh geguckt, das war. Naja, okay, ich war da. Sie war 3 und ich war 17 oder so. Ja. Oder 2 und 16, keine Ahnung, irgend sowas um den Dreh. Vielleicht war das der Grund, warum ich so früh ausgezogen bin. Nein, das stimmt nicht. Entschuldigt. Also hier sind alles so Label und Dings. Oh, guckt mal. Hier sind so Lollis drin. Die sind ja auch cool. No, so Süßigkeiten-Lolli-Dings ausgestanzt. Nochmal. Hier ist wieder ein Winnie-Pooh-Label. Hier mit so süßen kleinen Wölkchen. Oh, hier mit Einhörnern. Gehen wir jetzt alles durch. Hier wieder so Sechsecken, nicht in klassischer Form. Oh, das ist auch cool. Das sieht aus wie kleine Herzchen, soll aber wohl Strickmuster darstellen. Hier ist auch noch geprägt. Das sind kleine Herzchen eingeprägt. Seht ihr das überhaupt? Ja, so ein bisschen kann man es erkennen, ne? Hey, Hammer. Was? Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit das in Anspruch genommen hat, das hier alles auszustanzen. Guckt mal. Sehr geil. Na, alles so Label. Hier ist noch ein Kreis dahinter gewesen. Kommt alles mit hoch. Wird alles verbastelt. Auf jeden Fall. Und die sehen auch ein bisschen so aus wie Tickets, ne? Diese Label. Oh, mega. Anja, vielen, vielen Dank für die ganzen Stanzteile. Stanzteile liebe ich ja über alles, immer und immer, weil man halt einfach nicht alle Stanzen selber haben kann. Sehr cool. Schon ein bisschen Angst, was hier noch drin ist. Oh Gott. Oh, ich glaube, das ist was Selbstgemachtes. Wartet mal. Guckt mal, sie hat mir eine Karte selber gebastelt. Gleich Anregungen mitgeschickt für die Stanzteile, die sie mir geschickt hat. Das ist eine Halloween-Karte. Oh, ist die toll. Und guckt mal, was ist denn? Oh, die kann man so aufstellen. Seht ihr das? Oh, ist die krass. Stampin' Up. Echt, das sind Stampin' Up-Teile. Lalalala. Sind das echt Stanzteile von Stampin' Up? Krass. Und dann könnte man hier, was ich nicht werde, noch eine Nachricht draufschreiben. Und hier ist dann die Halloween-Szene. Echt. Eiderdaus, jetzt sind es meine Augenschätze. Naja, kann ich nie verwenden jetzt dann doch. Nein, doch, ich muss ja mal. Man muss ja mal irgendwas verwenden. Man kann ja nicht immer alles aufheben. Aber die Anregungen sind halt schon wieder super cool, ne? Hier mit der Hexe, die in den Mond fliegt. Ist auch nochmal alles eingestempelt. Hier die kleinen Geister. Hammer. Und die kann man sich da dann so hinstellen. Die steht auf jeden Fall. Also, ich habe oben echt schon ziemlich wenig Platz, aber ich versuche mal hier was freizuräumen und hier unten dann auch noch ein paar Sachen abzustellen. Ich weiß bloß momentan noch nicht wo. Krass, 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 krass. Vielen, vielen Dank für diese tolle Karte. Und das ist echt von Stampin' Up. Hammer. Mega. Freue ich mich sehr. Vielen, vielen, vielen Dank. Die bleibt auch gleich außen. Die muss jetzt nicht wieder zurück in den Umschlag.
Und dann hat sie mir hier noch, ist das auch noch eine selbstgebastelte Karte? Jawohl. Oh, die, guckt mal. Es ist so eine, die nach oben aufgeht. Sehr cool. Auch Stampin' Up, natürlich. Ei. Hier mit Band umwickelt. Wartet mal. Ah, okay, den Aufleger mit Band umwickelt. Oder wie hast du denn das? Ach nein, okay, das hier mit Band umwickelt. Habe ich verstanden. Und dann hier nochmal mit diesem Glitzerpapier. Das Happy Halloween hier ist übrigens embossed. Das hier auf der anderen Karte war gestempelt. Hier ist auch nochmal embossed. Oh, cool. Die Hexe koloriert. Mei. Die sind schön. Hier überall so kleine Geister, ist schon gruselig. Die fliegen hier aus den ganzen Grabsteinen raus. Oh, nee, mit den Fledermäusen. Hey, wie super schön. Richtig, richtig cool. Liebe Anja, deine Karten sind super schön. Ich hoffe, dass sie einen Platz bei mir... Sie können leider nicht mit ins obere Bastelzimmer, aber eigentlich müssen sie. Aber wenn ich sie noch mit aufs Regal stelle... Dann sehe ich sie nicht, weil da schon so viel draufsteht. Ich muss hier unten mal was freiräumen und da muss dann das ganze andere Zeug von euch drauf, was ich jetzt schon fast nicht mehr stellen kann. Ich glaube, so mache ich es auch. Die sind auf jeden Fall super schön. Guckt euch die nochmal an. Na? Verwenden werde ich sie niemals. Sie sind ja auch so als Aufsteller einfach cool. Ne? Oder vielleicht lasse ich sie als Herbstdeko erst nochmal oben mitstehen. Also nicht oben im Bastelzimmer, sondern einfach in der Wohnung. Gucken wir mal. Muss ich dann gleich mal mein Männchen zeigen. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für die tollen Karten. Und jetzt haben wir noch hier dieses große, große Päckchen. Und sie hat geschrieben, sie hat ganz viele Halloween-Sachen eingepackt. Und ich habe ein bisschen Angst. Ich habe echt ein bisschen Angst. Ich hole das jetzt mal so raus. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Ach, wie cool. Guckt mal, sie hat so Candies gemacht. Oh nein, wie ist denn... Geil ist denn die Idee. Oh, wartet mal, da hat sich irgendwas verdüttelt. Guckt mal, das ist ein Besen mit einer kleinen Hexe drauf. Und wie geil ist denn die Idee, bitte sowas zu machen. Und hier sind Lollis drin. Wie cool. Guckt mal. Na, hier ist ein Lolli und der Stiel von dem Lolli ist der Stiel von dem Besen. Und dann hier so mit eingeschnittenem Tonpapier außenrum gewickelt. Die Idee ist mega. Anja, vielen, vielen Dank für die Idee und natürlich auch fürs Gebastelte. Sehr, sehr cool. Hammer. Leider läuft bei uns, glaube ich, keiner Halloween, keine Kiddies. Also ich glaube, das ist bei uns nicht so. Aber wenn, dann vielleicht gebe ich da was weiter. Und jetzt guckt mal hier, kommt noch was raus. Hier, oh, Center Shock. Ich kenne die. Die sind krass. Die, also da britzelt es mir echt alles weg. Hidden Apple. Was ist das alles? Hungry kann ich nicht lesen. Hungry Shark vielleicht, weil hier ein Dings drauf ist. Ich kann es leider nicht lesen. Also ich kann die Sorten nicht lesen. Aber guck mal, das ist doch auch eine coole Idee. Ne? Hier so Center Shock in so kleine Zellophantütchen einzupacken. Ich habe auch noch so schlanke. Und dann hier oben den Kürbis drauf gemacht. Und Achtung, der Kürbis ist auch noch beidseitig gestempelt und koloriert. Hallo, wie geil bitte. Ha? Richtig, richtig cool. Also ich weiß nicht, ob ich die Center Shocks essen kann. Wahrscheinlich einen, aber mir zieht es dann hier immer zwischen... Kennt ihr das, wenn so von den Ohren ab bis runter in den Hals alles sich zusammenzieht, weil es so sauer ist? Und hier ist noch so viel mehr drin. Guckt mal. Also hier ist nochmal so ein voll cooler Besen. Die finde ich ja richtig cool. Die Idee ist hammergeil. Finde ich richtig toll gerade. Und hier sind noch... Oh mein Gott. Guckt mal. Schau dich, schöne Grüße. Da hat sie überall so mini kleine Tütchen gebastelt. Das ist alles selbst gemacht. Seht ihr das? Ist das eine Stanze oder ist das... Alles selbst zusammengeschnitten. Und da klappert's drin. Da klappert's. Oh, ich sehe schon was. Ach Gott, wie geil die Idee doch ist, bitte. Mei, ich mache das jetzt mal auf. So zum Verschenken für Kinder, die halt an der Tür klopfen und Halloween laufen. Oh, die Plakette mache ich gleich wieder dran. Und hier sind so Mini-Tic-Tac-Verpackungen drin. Guckt mal, mit Smile drauf. Sind die nicht cool? Funny und Smile. Und es passt genau hier rein. Das ist doch eine Verpackung genau dafür, oder? Das ist bestimmt, ist das eine Stanze? Weil hier sind auch so kleine Löcher drin. Oder hast du die auch noch einzeln selber gestanzt? Ich mach's wieder zu. Und, oder auch nicht. Steffi schafft's wieder nicht. Wartet mal.
Ich muss das jetzt zumachen. Wartet mal. Sogar nach gefühlten 2 Stunden habe ich es dann jetzt auch geschafft, das wieder zuzumachen. Ich finde die Verpackungen mega geil. Ich finde das super. Und da sind noch so viele drin, Leute. Guckt mal. Lass sie mal zu. Hier ist noch eine, süßes oder saures, mit so einer Hexe drauf. Das Papier ist auch cool. Guckt mal, das sind wie so Reagenzgläser und so Kolben, so Laborkolben. Die sind richtig cool. Ich lasse die aber jetzt mal zu, weil ich davon ausgehe, dass überall so Tic-Tacs drin sind, ne? Hier ist mit süßes oder saures, mit nochmal den Pumpkins-Kürbissen draufgestempelt. Und dann sind hier nochmal andere Verpackungen. Oh, guckt mal, schaurig, schöne Grüße. Und da ist halt auch wieder, sind Süßigkeiten drin. Was ist denn das Leckeres? Oh mein Gott, das kann leider niemals nicht in dieser Verpackung verschenkt werden. Pick-up-Schokokaramell. Da werde ich, wenn diese Kekse heute leer sind, werde ich da leider einen essen müssen. Und dann haben die Kinder einfach Pech gehabt, die hier diese schöne Verpackung bekommen, die leer ist. Haha. Schauen wir mal, wer hier, ne? Trick or treat. Wer hier Saures bekommt. Sehr, sehr cool. Ich finde, und auch hier, das ist mal mega, weil hier ist das Bändel durchgefädelt und dann kann man das hier so reinstecken. Dann fädelt sich das Bändchen mit nach unten, ne? Und wenn man dann dran zieht, kommt einfach dieses Pickup raus. Krass, oder? Wie geil bitte ist das? Wie geil bitte? Und ich habe es zweimal bekommen. Hammer, hammer, hammer geil. Ja, Anja, ich freue mich gerade so richtig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und hier ist noch eine andere Verpackung drin. Guckt mal. Mit Totenköpfen. Die sind ja cool. Das sind Stempel, ne? Und das Papier. Das ist so das gleiche Papier, wo die Kekse drin waren. Oh, Süßigkeiten. Ihr müsstet, also ihr könnt doch nicht immer und dann werde ich noch dicker und noch dicker. Immer werde ich noch dicker. Und hier, was ist denn da drin? Nochmal Kekse! Wie geil! Sehr cool. Hier sind nochmal so Biscuits drin, ne? Also die wir am Anfang schon hatten. Und guckt mal diese Verpackung an. Hier ist so ein Torso, also halt so ein Skelett halt und Spinne und Spinnennetz und überhaupt und sowieso. Und dieses Papier, das ist so geprägt. Voll cool. Boah, Anja. Kannst ja doch nicht so viel Arbeit für mich machen. Du kannst dir doch bitte nicht so viel Arbeit für mich machen. Jetzt kriege ich die Kekse nicht rein, aber das macht nichts, weil das macht nichts. Und hier vorne geht das dann zu und dann nochmal hier mit Bändchen zugemacht, ne? Steffi checkt's gerade wieder nicht. Was denn los, Steffi, hä? Also hier vorne kann man das dann noch mit Bändchen zumachen. Trick or treat. Sehr cool. Und da hat sie mir auch 2 davon eingepackt. Schaut mal. Hammer. Dieses Papier. Richtig, richtig cool. Ja, Anja, was soll ich sagen? Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Hier ist noch diese super schöne Delfintasche. Hast du die auch selber gemacht? Weil hier innen, guck mal hier rein, hier ist so wie ein Kalenderblatt. Die hast du doch auch selber gemacht. Hä? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Will ich jetzt nichts dazu sagen. Vielen, vielen, vielen Dank für alle deine tollen Sachen, die du mir geschickt hast. Ich freue mich ja immer mega und also für so Ideen, ne? Also wer kommt denn bitte auf sowas? Wer kommt denn auf die Idee, einen Lolli zu einem Besen zu machen oder so, ne? Für die Stanzteile danke ich euch ja eh immer. Über alles. Das sind ja dann so meine Augenschätze. Dein Büchlein, dein erstes Büchlein ist sehr, sehr süß. Das, wie schon gesagt, bleibt hier unten im Bastelzimmer, dass ich sowas zum Aufschreiben habe. Die Perlen, die ganzen Säckchen, die du mir mitgeschickt hast. Oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Liebe Anja, fühl dich mal ganz fürchterlich gedrückt und geknuddelt. Ich hoffe, dir hat das Video ein bisschen gefallen. Ich nehme das jetzt alles mit hoch. Also einen Teil nehme ich gleich hier, nehme ich gleich mit hoch. Die Perlen bleiben natürlich hier unten im Bastelzimmer. Ei, da daus. Ich habe keine Ahnung, womit ich das immer verdient habe. Ihr seid die krassesten. Echt ohne Scheiß. Anja, vielen, vielen Dank für deine liebe Ü-Post, für deine Post. Bitte mach dir keine Gedanken. Ich habe keine kalten Füße. Du musst mir keine Socken mehr stricken. Um Gottes Willen, bestimmt nicht. Ja. Ich, puh,
Ich räume das jetzt mal weg und ja, dann werde ich irgendwann mal zum Basteln endlich übergehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag. Anja, dir nochmal geistig voll gedrückt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Kopf hoch und Füße auf dem Boden, ihr Lieben. Macht's mal gut. Bis dann. Ciao.